dann achtet darauf, dass ihr, hier ist ein Haken. Hallihallo Freunde, heute mal wieder ein bisschen aus einer anderen Sicht, und zwar gibt es ein kleines Unboxing mit Nachhinein, auch den Einbau natürlich, weil ich glaube, ich weiß schon, was drin ist, oder ich weiß es auf jeden Fall, und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, da sieht man das schon ziemlich eindeutig, finde ich. Und zwar handelt es sich hier um einen Rückscheinwerfer oder um eine Rückleuchte. Denn bei mir ist es so, dass mein rechter Scheinwerfer hinten, der hat ein kleines Loch, wie das auch zu sehen ist. Und jetzt habe ich mir neue bestellt, weil ich dachte, wenn ich mir jetzt einen gebrauchten kaufe irgendwie, kann ich natürlich machen, kosten so um die 20, 25 Euro, so schätze ich mal. Also so um den Dreh habe ich es jedenfalls gefunden bei eBay Kleinanzeigen. Aber dann habe ich gedacht, ich habe vorne habe ich auch diese Farbe an Blinkern. Und die wollte ich dann auch gerne für die Rückleuchten, beziehungsweise habe sie so entdeckt. Und dachte, dann bestelle ich mir einfach direkt neue. Das sieht auch ein bisschen schicker und neuer aus. Ja, und dann wollen wir die jetzt einfach mal direkt einbauen. Also, los geht's. So, jetzt sind wir draußen angekommen. Jetzt habe ich schon mal den ersten umgebaut, damit ich überhaupt weiß, wie das funktioniert alles. Das ist jetzt der neue und das ist der alte. Es gibt wirklich keinerlei Unterschiede. Also wir haben hier drei Schrauben. Die Muttern sind nicht mitgeliefert, das heißt, ihr müsst die alten wiederverwenden, also jedenfalls bei meinen. Jetzt habe ich extra mal bei dem, den ich noch vor mir habe, etwas ausgebaut. Und zwar, wenn ihr hier, das ist jetzt der alte, dann müsst ihr erstmal diesen Innenlage rausnehmen. Da sind die Glühlampen drin. Da sind auch normalerweise noch Kabel dran, das habe ich jetzt extra mal rausgenommen, damit ich es euch hier besser zeigen kann. Weil wenn ich es jetzt direkt vor Ort ausbaue und euch zeigen will, dann habe ich einfach immer meine Hände davor und das hat einfach nicht so gut funktioniert. Wie gesagt, das ist jetzt der alte Scheinwerfer hier oder die Rückleuchte. Das ist das Inlay, das müsst ihr auch wiederverwenden, das heißt, das nehmt ihr einfach nur raus. Schraubt die drei Muttern ab, könnt den Scheinwerfer ganz leicht abnehmen, die Rückleuchte. Und packt einfach sozusagen den neuen hinten dran, setzt diesen Einsatz wieder ein, beziehungsweise erstmal die drei Schrauben wieder natürlich festschrauben und dann den Einsatz wieder einsetzen und dann seid ihr auch schon fertig. Also es ist wirklich Pillepalle. Jeder, der Schrauben schrauben kann, kann diese Arbeit, denke ich, machen. Also gehe ich von aus. Worauf ihr achten müsst, ist, wenn ihr die Rückleuchte entfernt, dann achtet darauf, dass ihr... Hier ist ein Haken, hier ist ein Haken und hier oben an meinem Daumen ist ein Haken. Die müssen ein bisschen nach innen gebogen werden, wenn ihr die Rückleuchte rausnehmen wollt, weil sonst, das sind so kleine Haken. Ich weiß nicht, ich hoffe, das kann man so ein bisschen erkennen. Und die hindern euch daran, das einfach so rauszuziehen. Ja, und diese Information war es dann auch schon zu dem. Ich baue den zweiten jetzt noch ein und dann gibt es gleich nochmal ein kleines Bildchen, wie es alles im Fazit aussieht. Jetzt habe ich beide Rückleuchten angebracht. Ihr könnt es auch in dem Bild gut sehen, hoffe ich jedenfalls. Ich habe die Kamera extra so hingestellt, damit man es sehen kann. Ich finde, die sehen echt schick aus. Sie passen einfach auch zu meinen Blinkern, wie ihr vielleicht am Anfang gesehen habt. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat und hilfreich war, dann gebt einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann abonniert und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein!